Bist du auf der Suche nach einem neuen Fernseher? Er soll OLED sein, er soll 55 Zoll groß sein und am besten soll der nicht mehrere tausend Euro kosten. Dann bist du hier genau richtig, denn genau das behandeln wir in diesem Video und wir fangen auch direkt damit an. Der Fernseher, der uns am meisten überzeugen konnte, ist der gleiche wie bei unserem 65 Zoll OLED-Fernseher, den wir rausgesucht haben. Und zwar der OLED 55 CS9LA von LG. Wie bereits vorausgesetzt, ist dieser Fernseher 55 Zoll groß und damit wir uns ein bisschen besser vorstellen können, er ist 139 cm in der Bildschirmdiagonale. Die Auflösung beträgt selbstverständlich 4K, sprich Ultra HD, und es handelt sich hierbei um einen OLED-Fernseher. Für uns bedeutet das, wir haben eine viel höhere Bildqualität im direkten Vergleich mit beispielsweise LCD-Fernsehern, wir können tiefere Schwarztöne erreichen und natürlich der viel, viel bessere Kontrast. Also theoretisch haben wir hier unendlichen Kontrast, weil die einzelnen Lichtquellen, die einzelnen Pixel werden hier beleuchtet und die können einfach ausgeschaltet werden. Das bedeutet, wir haben hier ein echtes Schwarz. Und ein weiterer Vorteil, den ich gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte, ist die viel bessere Reaktionszeit. Aber darüber reden wir später, wenn wir halt über die Gaming-Vorteile sprechen. Eine weitere Sache vom Fernseher, er hat HDR10. Und HDR10, ich meine, jeder hat irgendwie mittlerweile HDR10, ist das denn noch gut? Und das ist in diesem Fall wirklich gut, weil wir haben hier auch eine sehr hohe Spitzenhelligkeit. Denn die meisten Fernseher, also gerade die, die 500, 600 Euro kosten, die schreiben immer ganz, ganz groß hin, oh, wir sind HDR-fähig und so weiter, aber das bringt uns leider gar nichts, weil die Dinger haben nicht die benötigte Helligkeit, damit man HDR richtig darstellen kann. Denn um HDR richtig darstellen zu können, muss man halt eine sehr hohe Spitzenhelligkeit haben und dieser Fernseher ist halt dazu in der Lage. So, ganz kurz gesagt, dieser Fernseher hat ein hervorragendes Bild. Aber wie sieht es denn aus mit den anderen Features, zum Beispiel Gaming? Und der Fernseher hier enttäuscht gar nicht. 4K, 120 Hertz und jetzt kommt es wieder, Reaktionszeit von einer Millisekunde sind hier möglich. Das bedeutet, wenn ihr die PlayStation 5 anschließt, könnt ihr auch wirklich die 120 Hertz darstellen. Und wenn ihr einen Gaming-PC habt, kommt ihr nochmal ein extra Plus dazu. Nvidia G-Sync und AMD FreeSync werden hier unterstützt. Das bedeutet, wenn ihr also keinen Bock auf Screen-Tearing habt, dann habt ihr auch hier die Möglichkeit, das einfach zu aktivieren und dann ist das weg. Eine weitere Sache, die ich super finde, AI-Upscaling, auch ein Standard geworden mittlerweile. Wenn ihr irgendeinen Content habt, Filme und so weiter, die halt nicht in 4K-Auflösung dargestellt werden, dann ist das gar kein Problem. Das Ding kann das einfach hochskalieren und das sieht einfach super scharf aus. Und eine weitere Sache, die ich immer cool finde, ein guter Ton. Das muss nämlich sein, denn wenn ich Filme schaue und so weiter, möchte ich natürlich nicht aus meiner Immersion herausgerissen werden, nur weil der Ton einfach das nicht richtig darstellen kann. Dieser Fernseher hat dieses Problem nicht, das hat einen erstaunlich guten Ton, aber es sei auch gesagt, wenn ihr halt wirklich sehr viel Wert darauf legt, müsst ihr früher oder später euch eine HiFi-Anlage holen oder halt einfach eine Soundbar. Dann sonstige Features wie zum Beispiel Smart TV. Ja, Smart TV WebOS 22 ist hier verbaut, reicht auch vollkommen aus, alle Apps sind verfügbar und es laggt auch gar nicht so sehr. Aber ich sag's euch ganz ehrlich, das ist für mich kein Verkaufsgrund mehr. Mir ist es egal, was für ein Prozessor da drin ist, mir ist es auch vollkommen egal, was für ein Smart TV Interface da drin abgebildet ist, denn nach ein paar Jahren werden die Dinge alle langsam, die Apps sind nicht einmal mehr kompatibel, sage ich mal, einige Sachen werden gar nicht mehr angeboten. Und darum mache ich mir gar keine Gedanken mehr, denn ich hole mir dann in diesem Punkt, wenn es soweit ist, im Angebot selbstverständlich einen Amazon Fire TV Stick. Die 4K-Variante kriegt ihr für unter 40 Euro. Problem gelöst, alles ist super blitzschnell und alles ist kompatibel. Und auch das Ding wird nach 3 bis 5 Jahren irgendwann nicht mehr richtig unterstützt. Da holt ihr euch wieder die aktuellste Version und das Problem ist wieder gelöst. Eine Sache, die aber sehr, sehr wichtig ist, ist die Ästhetik. Gerade wenn ihr eine Freundin habt, dann wisst ihr, wie das ist. Wenn ihr so einen riesen Klumpen von einem Fernseher dahinstellt und das Ding sieht einfach blöd aus, dann meckert sie einen an. Aber wenn der Fernseher einen sehr schmalen Rahmen hat, dann noch sehr dünn ist, was ja bei OLED-Technologie genau der Fall ist, und dann am besten wird er noch an der Wand befestigt, dann sieht das plötzlich sehr, sehr schick aus und dann ist sie auch zufrieden. Und ganz ehrlich, ich finde das auch sehr, sehr, sehr ästhetisch. Und es soll ja auch einen guten Eindruck machen, wenn Besuch und so weiter kommt, dann sieht das auch cool aus, wenn der Fernseher so an der Wand hängt. Und deswegen war ich so frei und habe direkt schon eine kompatible Wandhalterung rausgesucht. Wie immer, unten in den Kommentaren sind die Produkte verlinkt, wenn ihr Interesse daran habt. So, schauen wir uns noch ganz kurz die Anschlüsse an. Also, ich blende die einfach ein, ich werde jetzt nicht auf die einzelnen Sachen eingehen, aber eine Sache ist mir wichtig, 4x HDMI 2.1. Also, wenn ihr eine PlayStation habt und einen PC und vielleicht noch eine Xbox und vielleicht noch andere Geräte, dann müsst ihr nicht darauf achten, welcher von denen ihr 2.1 ist, damit ihr halt die 120 Hertz auch wirklich darstellen könnt, denn alle können das. Richtig cool, das erleichtert mir also die Arbeit, weil ich habe hier eine PlayStation 5 und ich habe einen Gaming-PC und ich möchte die nicht jedes Mal umschließen müssen. So, jetzt haben wir so viel um den heißen Brei geredet. Wie viel kostet das Ganze denn? Und der Fernseher kostet nur 1299 Euro. Also das ist schon ein super Schnäppchen, dass es 55 Zoll OLED-Fernseher in dieser Preisklasse gibt. Das ist schon echt cool, denn gerade habe ich mir noch den Preisverlauf angeguckt, weil das mache ich gerne mal. Und das Ding hat im Juni noch 2000 Euro gekostet. Also 2099 sogar. So, ziehen wir an dieser Stelle einfach mal unser Fazit. Ihr kriegt hier einen Fernseher mit einem Top-Preis-Leistungs-Verhältnis, mit einem hervorragenden Bild, guter Tonqualität, dass ihr nicht unbedingt eine Soundbar oder so weiter benötigt. Dieser Fernseher mit 55 Zoll ist ideal für kleine Zimmer geeignet
Und natürlich, wenn ihr gamen wollt, dann habt ihr hier die richtige Wahl getroffen, denn 120 Hertz, 1 Millisekunde Reaktionszeit, das Ding ist besser als so der manche Gaming-Monitor. So, und eine weitere Sache, die mir sehr wichtig ist, eine gute Gewährleistung. Verkauf und Versand von Amazon, darauf haben wir geachtet. Das bedeutet, falls irgendwas ist, innerhalb der ersten 2 Jahre, einfach den Amazon-Kundenservice anrufen und die lösen das Problem. Und nach meiner Erfahrung sind die soweit so kulant, dass sie einfach euer Geld zurückgeben oder ein Ersatzprodukt rausschicken. Bist du nun überzeugt, dann scanne einfach jetzt den QR-Code mit deinem Handy oder alternativ alle Produkte, die wir hier vorgestellt haben, findest du unten in den Kommentaren.